Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier wieder beim Mr. Prepper. So, wir gucken mal kurz in unseren Kühlschrank rein. Das essen wir alles. Dann haben wir das schon mal fort. Ist noch ein bisschen Wasser drin. Ich glaube, die Ratte ist ein bisschen viel. Was wir noch hier. Möhrchen, das geht immer. Die sind noch am Wachsen, die beiden. Okay. Das heißt, den Strom müssen wir noch ein bisschen anlassen da. Das ist ein bisschen mehr Verbrauch gerade, aber das geht noch so. Ja, Überraschungsbesuche wird es wohl hoffentlich keine von denen geben. Ich gehe mal kurz hier dran. Und, Supermarkt, Sergei. Was können wir dem verkaufen? Verkaufe dem einfach mal ein bisschen Erde. Ich glaube, das kriege ich mehr als genug wieder raus. Was haben wir noch? Elektrobauteile, Stoff, Plastik, Metall, Glas, Holz. Ich brauche auf jeden Fall Metallteile. So. Ja, machen wir das mal. Sind wir hier die Jägerin? Köder? Ach ja, stimmt. Dann nochmal ab in den Wald. Mal gucken, ob unsere Fallen was gebracht haben. It's a trap. Wir sind auf jeden Fall grün. Öffnen. Ach so, ich muss da jetzt erst die Köder reintun. Alles klar, da muss ich noch mal zurück. Und mir ein paar Köder holen. Komm schnell hier hin. Ich glaube, ich setze da dran. Oder auch nicht. Nein. Aha. Verdammt noch eins. Wo habe ich die? Da sind sie. Oh, dann nehme ich die Köder mal mit. Was habe ich denn hier noch? Jede Menge Eisenerz. Exotische Köder. Nehme ich auch mal mit. So. Und dann schnell wieder in den Wald. Ich will ja schließlich ein bisschen was fangen. Wenn da keine Köder drin sind, kann ich auch nichts fangen. Ab hier hin. Nimm die mal. Dann zu dem hin. Da packe ich einen Köder rein. Zack. Dann zu dem hier hin. Da packe ich mal einen exotischen Köder rein. Zack. Nehmen. Nehmen. So, noch ein bisschen weiter. Auch nehmen. Geht's wieder zurück. So, ab nach Hause. Da müsste die Post schon da sein. Jo, da ist er schon. Alles nehmen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar zerlegen wir die Teile hier.
stand da was Neues drin? Nee. So, dann. Zerlegen können wir die Sachen auch nicht. Das Altpapier auch nicht. Schade. Gut. Mal inspizieren. Herstellen. Mir fehlt noch ein bisschen Metall. So, mal kurz mit Sergei quatschen. Der hat das noch nicht. Das heißt, ich muss mir das auf andere Art und Weise sorgen. Weiß noch nicht auf welche. Die hat sowas nicht. Die Jenny hat sowas auch nicht. Teppiche hat sie aber. Also diese Bücher werde ich auf jeden Fall auch mal holen müssen. Nein, das merken auch nicht. Na gut. Bei denen aus. Die brauchen bald wieder Wasser. So. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz in die Mine, wenn wir schon hier sind. Ofen kann ich Glas herstellen. So. Gehen mal in Level 3 gucken. Ich glaube, mit Level 2 war ich noch nicht ganz fertig. Aber mal schauen. Hier ist überhaupt nichts, wenn ich es richtig sehe. Und hier haben wir nochmal eine Maschine. Salz, okay. Dann mal eins runter. Also eine Salzmaschine ist auch nicht verkehrt. Oh. Kuh. Das Messer ausrüsten. So. Okay. Dann habe ich hier noch einen Felsen. Schwer hier was zu sehen. Ich glaube, ich brauche echt diesen Helm, damit ich da weitermachen kann. Mal hoch. Dann gehen wir erstmal noch mal kurz in Level 2. Ich weiß, der ist saumüde, aber das will ich mir noch angucken. So. Pilze haben wir hier wieder jede Menge. Oder hatte ich hier tatsächlich schon alles? Könnte wirklich schon sein. Dann gehen wir mal zurück. Bevor er uns gleich hier irgendwo einpennt.
nach Hause. Es regnet wieder. Mal ein kurzes Nickerchen. Das reicht. Wie sieht es hier unten aus? Das müssen wir bewässern. Machen wir das direkt mal. Perfekt. So, was kann ich machen? Ich kann den Stein hier zerlegen. Den nächsten zerlege ich auch direkt. Gut. Habe ich sonst noch irgendwas? Was ist das hier? Salz. Aha, das an der Wand war Salz. Dann lege ich das noch kurz ab. So, Salz da rein, Wasser da rein. Die esse ich alle. Und dann legen wir uns mal schlafen. Und dann schauen wir, hoffentlich können wir wieder mit dem handeln, dass der wieder quasi täglich diese Metallkisten da wieder kriegt. So, Tag 15, morgen wird Wasser wieder abgestellt. So, wie sieht's aus? Da unten können wir ernten. Dann machen wir das doch direkt mal. So, machen wir ein paar Möhrchen. Achso, erstmal hier dahin. Sergei war das. Sehr gut, da hat die wieder. Ich hole direkt alles von dem. Nur nicht das Holz. Ja, komm. Komm, brauche ich ja. Geht nicht anders. Ich könnte jetzt aber mal in den Wald gucken, ob wir die fallen, ob wir da was haben. Ja, sieht so aus. So, aufsammeln. Okay. So. Ja, auch aufsammeln. Und zack, aufstellen. So, weiter geht's. Obwohl, lauf nochmal hier hin. Das nehmen wir noch kurz mit. Hoppen. So, jetzt in die nächste Ebene. Das nehmen wir mal. So, und dann geht's wieder zurück. Wir haben uns genug Beeren geholt. Jetzt haben wir noch einmal Fleisch bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das gehen wir uns noch kurz braten. Was ist das? Hirschfleisch habe ich bekommen.
sehr gut. So. Dann haben wir einen Kühlschrank. Da packe ich einmal das Fleisch rein. Den Smoothie behalte ich mal. Die kommen noch da rein. Aber die Sachen verlieren langsam an Farbe, wenn ich das richtig sehe. Sich auf jeden Fall auch schnell verbrauchen wieder. Halt. Halt, halt, halt. Das haben wir vergessen. Alles nehmen. Und jetzt fangen wir an zu arbeiten. So, herstellen. Was haben wir hier? Federn. So. Alles zerlegen. Weiter. Jetzt haben wir schon mal genug, um diese blöde Werkbank abzugraden. Genau das wollte ich nämlich. Dankeschön. Herstellen. Perfekt. So. Was ist das jetzt hier? Nur Materialien. Okay. Wie auch immer. Werkbank 3. Dafür brauche ich Glas und Metall. Und das auch nicht wenig. Ich kann mir jetzt noch einen Kühlschrank bauen. Und viel wichtiger, ich kann mir jetzt den Ofen bauen. Und damit selber Metall einschmelzen. So, genau das will ich. Was genau kostet der Ofen mich? Eigentlich nur ein bisschen Stein. Dann stellen wir den doch direkt mal her. Und dann müssen wir noch ein bisschen Platz machen. Da müssen wir uns hinlegen. Ist das noch fertig? Gibt er jetzt um? Mach mal ein Nickerchen. Das reicht. Noch mal hier dran, bitte. So, herstellen. Eine Leiter hätte ich gern noch eine. So, und dann können wir eine Runde schlafen. So, unser Wasser wird wieder abgestellt. Bis der Agent kommt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Upsi. Okay, also Wasser wurde abgestellt. Ist nicht so dramatisch. Zur Not haben wir da noch was, dass wir noch ein paar Kernister rausholen können. Ist zwar nicht viel, aber wir werden es überleben. Ich würde sagen, das machen wir nachher. Wir starten erstmal mit einer Runde im Wald. Schnell alle essen. So. Aufsammeln. Nimm mal ein paar. So. Dann hier auch nochmal ein paar Köder rein. So. Perfekt. Okay, das geht nicht mit Doppelklick. Schade.
Gut, noch ein bisschen weiter. So, sammeln wir schnell die Beeren mal alle ein. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gefuttert. Da ist nichts. Wir müssen hier hin. Sehr schön. So, da sind wir schon. Dann ab erstmal in die Küche. So, wir kochen eine Runde. Und zwar, was ist das eigentlich? Hühnerbein. Mit dem Hühnerbein kann ich nichts machen, oder was? Okay. Dann koche ich erstmal das schnell. Den nehme ich zu mir. Koch davon nochmal zwei. Sehr gut. So, und jetzt die muss ich mal alle essen. Dann packe ich den Smoothie da rein. Das kommt hier rein. Die Jägerin, der kann ich hier die Federn verkaufen, aber leider nicht das Hühnerbein. Kann ich dem Supermarkt? Nein. Nancy? Nein. Sergei? Nö. Jenny? Nein. Bob? Ah, gut, das hier. Okay. Ich weiß nicht, was ich mit dem Hühnerbein anstellen soll. Das wird mir schlecht jetzt gleich. So, meine Nachbarin. Mhm. Ja, sehr lecker. Sind zu wenig Hühnerbeine. Okay. Okay, okay. Was kann ich denn machen? Thunfisch. Ich glaube nicht, dass die Suppe da gekühlt drin sein muss. Oder? Genauso wie der Energy Drink. So. Ich packe das einfach mal da rein. Dann soll mich das mal nicht weiter stören. So, und jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Denn so. Was will ich machen? So, einen Doppelraum hierhin nochmal. Finde ich gut. Baue ich. Brauche ich die Leiter gar nicht. Wieder Erde, 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 Erde. So, nimm das mal. So, dann bauen wir hier das auf. Erstmal machen wir ein Licht. Ne, machen wir nicht. Wir machen erstmal das Ding dahin. Zack. Und da ein bisschen Licht hin. Das reicht. Öffnen. Und da kann ich jetzt mein Eisenerz schmelzen. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin, schalte die Dinger aus. Das braucht kein Mensch. Aber einen Post bekommen. Alles nehmen. Ein bisschen Geld gemacht. So, dann gib mir mal bitte das Eisenerz.
Das packen wir hier rein und schmelzen. Geht das so schnell? Bin ich da Holz am Stochen? Der scheint das relativ langsam zu machen und auch mit Holz oder so zu funktionieren. Kann ich nicht ausschalten. Ja, und ich sehe ihn trotzdem noch. Sehr gut sogar. Wie sieht es mit dir aus? Kann ich dich jetzt ausschalten, ohne dass er stört? Ich meine, das Ding hat ja Licht. Nicht das feinste Licht so, aber es ist Licht da. Ich weiß, wo die Bergbank ist. So, Trockner. Früchte, Gemüse trocknen. Auch nicht schlecht. Und noch ein paar Kühlschränke wären auch nicht schlecht. Was ist da, so ein Dampfgenerator? Oh, da kann ich selber Strom mitmachen. Holz kann auch als Treibstoff verwendet werden. Das ist nicht verkehrt. So, wir machen nochmal ganz kurz ein Nickerchen. Das reicht. Ansonsten kann ich das nehmen. Nämlich schon anfangen, nochmal hier eins runter zu machen, dass ich mir dann noch einen Raum reinmache, weil sonst habe ich umsonst die Leiter jetzt mit am Rumschleppen. So. Dann bauen wir nämlich hier nochmal so einen Doppelraum. Bald hinlegen. Die Leiter platziere ich aber noch, wenn ich sie finde. Da. Perfekt. So, und dann legen wir uns nochmal schlafen. Damit war es dann auch schon für diese Folge. Nächste Folge schauen wir uns mal an, was wir noch so alles machen können. Wir haben jetzt durch diese neue Werkbank auf jeden Fall viele Möglichkeiten, gerade das mit dem Ofen. Da sollte ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen schneller an Metall kommen können. Und dann kommt auch schon übermorgen wieder der Agent. Bis zur nächsten Folge. Madet Jod, schwenkte Hut, grüß euch Jod. Ich bin fort.